Hallo und herzlich willkommen zu meiner zweiten Servervorstellung. Und dieses Mal habe ich einen Gast bei mir, und zwar den lieben Helbert. Ja, hallo. Ja, ich stelle heute den Server Baumcraft vor. Und ich würde sagen, wir fangen an und lassen uns von Helbert hier rum. Ja, uns das zeigen lassen. Ja. Das Brunnen ist das hier. Also, Skype-PvP kann man hier drauf machen. Und ja, ich habe Overwolf drauf. Minigames gibt es hier. Skype-Block zum Beispiel. Können wir eben immer drauf. Also, jeder hat dann eine eigene Insel. Mit den Sachen. Gehen wir mal drüber. Bist wieder weg? Ich bin gerade bei dir. Also eigentlich alles dasselbe. Er hat gerade nochmal drin im Inf. Und gehen wir mal wieder zurück. Dann PvP-Spiele gibt es, ja, nichts mehr rum, bringt eh nichts. Verschiedene Sachen. Ich treffe einfach nicht. Also, ja, ich glaube, wir nehmen das Ding hier hoch. Ja, ich bin auch gerade sowas von schlau. Was ist denn da drinne? Ja, geh mal rein. Dann noch hier die ganzen Sachen, also PvP-Shop und weiter. Komm wieder raus. Also vieles verschiedene gibt es hier. Ganz PvP, Drogen-PvP und ja, Drogen-PvP. Mal rein. Kann man sich jetzt also die Sachen nehmen hier, wer will. Und auch. In welche bist du denn gegangen? Drogen. Join PvP-Shop. Bogen PvP. Ich bin jetzt beim PvP-Shop. Ich komm schon. Also, hier. Wollen wir die Sachen kaufen? Also, Gadget und so weiter. Also, ich kann mir alle Sachen holen. Weil ich bin ja Co-Owner. Schäferkanone zum Beispiel kann man sich kaufen. Ja. Pack du mal schon rum. Dann eine Pistole, Strahlengewehr, Shotgun. Und der Owner. MG, Blaster, Sniper, Energieschild, Einsatzschild, Streubombe. Schreibst du ihm dann nochmal gerade in die IP? Wenn er sagt ja. Okay, schade. Brauchst du nicht. Ja, okay. Kann man reparieren. Also, ja, kann man diese Sachen verschiedene Sachen machen. Boost. Das ist schon praktisch. Ja. Enderman, halt ihn ran. Tschüss. Bam, bam. Bam, 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 bam. Tschüss. Ja. Also die ganze, dein Waffen zum Beispiel testen. Hier drin. Meine was? Deine Waffen kannst du hier drin testen. Gibt gleichzeitig auch EP. Ja, gibt es auch. Nee, der Kleine kommt hier durch.
Achtung, keine Wecker. So. Und nicht mehr. Und hier bekommt man wirklich. Denkt ja schon wieder an. Ja. Und hier bekommt man wirklich für jeden Kill den Kopf von dem Monster. Ebenso von den ganzen Spielern und weiter. Ja, Feuerwehr gibt es ja auch. Gehen wir nochmal zurück. Ja, GS-Welt zum Beispiel. Alle Shop, Farmwelt, Grundstückswelt. Oder? Hinten. Warte, ich muss mal kurz ein paar Sachen aus meinem Inventar ändern. So. Einfach abgeben, darin die du nicht brauchst. Ich packe jetzt einfach ein paar Sachen da rein. So. Okay. Wo bist du denn jetzt hin? Ich zeig dir mal. Ah, da. Mitkommen. Hinten. Grundstücksfeld. Rechtsklick. Verurteilt. Und wenn man hier neu ist, gibt man Slash Register. Und danach das Passwort eines erstmal will zum Beispiel. Beispiel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zum Beispiel. Aber das bringt das Wichtige gar nicht. Und nein, ich habe das nicht. Dann hier die ganze GS-Welt. Ebenso mit hier dem mit User joined your channel. Am Base. Moin. Raus. Okay. User disconnected from your channel. Hier war gerade eben einer mit auf dem TS. Den zeige ich euch später auch noch. Wenn das okay ist. Ja, kannst du ruhig vorstellen. Ich suche dich gerade. Schon wieder auf der anderen Seite. Hab dich. Könnte ich auch fly? Nope. Okay. Und nein, wir vergeben hier keine Rechte. Die kann man sich ja kaufen. Kostet zwar. Aber dauerhaft hat man die dann. Cool, ich bin oben. Ja. Wie komme ich wieder runter? Runterspringen. Einfach runterspringen. Ah. Wenn man auch mal hier sieht. Egal von wo. Wahlschreiben gibt es ja nicht. Und hier kann man zwei Sachen, also die Sachen sehen, die anderen gebaut haben. Zum Beispiel Häuser oder so. Hier unten hat man gerade gesehen, wo man die ganzen Sachen kaufen kann und so weiter. Und ich will hier runter. Soll ein bisschen. Häuser zum Beispiel noch andere Sachen kann man sich ja bauen. Eigene Welten gibt es nur mal zum Aufnehmen oder so. Und noch andere Sachen kann man sich da holen oder darum bitten. Nur mal, ich, Shiny Crafter oder David da 10 sagen okay oder nein. Hier kann man sich Sachen kaufen von den anderen Spielern. Na, das ist ganz praktisch. Ja, Chestjob. Oder ähnlich, weiß es. Doch, das Dann... ist ein Chestjob-Plugin. Das ist ein Chestjob-Plugin. Ja, Plugins haben wir großartig hier drauf. Und ja, ich habe eine Menge Effekte drauf. Keine Ahnung wieso. Wir begrüßen ja wirklich jeden Einzelnen herzlich. Eigentlich kann ja jeder drauf,
Cracked oder nicht Cracked. Und dann unsere Welt zeigen, also Clanwelt. Clan gibt es hier denn noch? Jetzt kann man zum Beispiel meinen sehen, also MLK, extra wegen Nightmare, also in dem bin ich ja, wie jemand von unserer Date. Dann gehe ich mal hin. Hier in der Welt haben wir auch noch mal einen Hut, sag ich mal. Bitte? Ein Hut, den wir auf die Idee bin ich heute gekommen. Clan, MRK. Genau, dass wir halt uns, sag ich mal, so MRK Clan Maniac Hüte machen. Dann kann man hier zum Beispiel auch noch Haustiere beschwören. Das ist sehr praktisch. Ja, in meiner Welt aber nicht, glaube ich. Ja, okay, doch. Krass. Warte. Wusste ich nicht. Umbenennen. Die slash pet name MAK. So, jetzt heißt es MAK. Und das hier folgt ja wirklich überall hin. Überall. Mit VIP hat man noch mal extra Funktion. Mit direkt, Tierreiten. Gib mal gerade den Knochen. Also rechts liegt zum Beispiel hier. Dann kann man sich die Sachen beschwören. Zum Beispiel die Place. Keine Angst, macht nichts. Außerdem kann man als VIP dann auch reiten. Was? So, gehst du drauf, rechtsklick? Auf dein Tier? Rechtsklick? Geh mal drauf, rechtsklick? Ja. Und danach Right Pad. Du hast, dafür brauche ich, Nein. Nicht. Doch, brauche ich. Echt? Ja, ich habe dafür keine Rechte. Also irgendwie brauchen wir hier von hier drinnen auch nochmal eine Taste irgendwie, um das zu öffnen und tschüss. Ja. Tschüss. Wollen wir wieder aufmachen, danke. Danke. Bitte? Der kann ich gerade noch zeigen. Und die porten dich auch meistens hinterher. Und ja, ich bin im Game Mode und bekomme die Sachen wieder. Nicht wundern. Ach. Death Angel, komm her. Dann jetzt Schaltung. Eigentlich einfach. Schaltung. Ja, vielleicht halt einen Rand. Den Knochen hast du noch? Immer wieder geben. Kann man zum Beispiel. Moment, kann ich? Warte mal, da war doch noch so eine andere Funktion. Ist gar nicht da. Ja. Hier kann man sehen. In meiner Aufnahme sieht man das. In meiner Aufnahme sieht man auch gerade, dass ich ein Tier auf dem Kopf habe. Kannst auch mit dem, das ist ja so, sag ich mal, so ein Fly, kannst mit dem auch hochfliegen? Ja, kann ich. Reingefahren.
Ja, was gibt es noch zum Zeigen? Wo ist mein Schweini? Schweini? Hä? Dann. Yay, mein Schwein backt in der Erde. Also, kann man jetzt Sachen hier holen? Nee, hingehen. Zum Beispiel Knast. Mein Schwein backt in der Erde. Au. Wieso backt mein Schwein in der Erde? Ich glaube, du solltest mal. Hey? Immer halt rein. Bekomme Dörfer ich ist dann meine krank. Axt wieder? Bekomme ich meinen Knochen? Ach, den habe ich wieder. Haustier, tschüss. Gefangensetzung. Guck mal, können wir raus. Aber ich muss, warte, ich muss noch auf Toilette. Habt ihr auch so ein, sag ich mal, so ein Bankausbruchssystem, dass man halt ausbrechen kann? Oder so ein Kann man Bankraubsystem? nicht. Oder ein Hier kann man Bankraubsystem? nicht. Ja, David Seiler, ich zeig dir schon noch. Keine Angst. Und ja, Skype war gerade da. Egal. Naja, aus dem Knast kommt man nicht raus. Egal was ist. Man kommt nicht raus. Okay. Ohne Rechte geht dir gar nichts. Und wie ist das mit einer Bank, sage ich mal? Gibt es auch eine Bank? Murat. Ja. Frag du mal gerade eben. Ja, Partnerserver haben wir ebenso. Sky-hive.com zum Beispiel. Mit Slash Warp kann man die Sachen finden. Am besten wäre es, geht drauf gar nicht, wenn ich online bin, bunt zu schreiben. Weil ich hasse das. Wenn du nicht drauf bist. Warte mal. Na, ich kann auch nicht bunt schreiben. Ja, bei mir sind auch alle gelb, außer du. Du Ja, bist rot. ist ja klar. Ich gehe mal grad hin. Und ja, ich habe hier drin eben 1000er Sachen. Also der Wodka sollte mal wieder aufgefüllt werden, da bin ich für. Der Wodka. Nochmal. Der Wodka. Der Wodka ist leer. Am Spawn, da wo der Enchantment Table steht. Da wo Sky PvP ist. Warte mal. Der Wodka ist leer. Das sind Ach echt? XP-Flaschen, die Wodka heißen. Boah, du wirst beschossen. Lass den. Ich treffe einfach nicht. Einmal links Klick machen bitte. Dürfst du nun?
daneben. Aua. Wer ist denn, ist das Ungeheuer irgendwie ein VIP? Nein. So. Wieso kann er fliegen? Am Spawn und so weiter kann man keinen verletzen. Ja gut, noch also, Wahrpunkt sag ich jetzt hier. Ja, am besten einen aus dem Team fragen. Gar nichts. Ach doch, da. Ja. Das läuft ein bisschen zu schnell ab. Einmal auf erstmal Chat klicken. Wie war es schon? Ja, links für Alte. Also Homepage zum Beispiel. Warte. Gegen wen schießt du eigentlich? Gegen nichts. Was ist eigentlich, warum hängt hier eigentlich ein Gast? Gute Frage, nicht Frage. Keine Ahnung. Und? Der macht aber nichts. Unten, jetzt am Ebenen nichts. In die Kiste kann man nicht reinschauen. Ach ja, und hier die ganzen, Truhen und so weiter, die werden extra gesichert für einen. Also, nur mal du und am anderen Sachen, nur mal du und erstmal OP-Leute können darauf zugreifen, ansonsten keiner. Also ja, Dieter, hier auch mal zeigen. Die ganzen PvPs. Welches PvP würdest du mir zeigen? Drogen-PvP. Drogen-PvP. Also kann man sich hier Sachen wählen, wie ich ja vorhin schon gesagt habe. Also Coke, Sweet, Crack, Ecstasy, Nummer für den Namen nur Ultra-VIPs. Und das zeigen wir gerade lieber nicht. Okay? Jo. Ja, ich habe auch recht gerade eine andere Waffe. Ich glaube, das war irgendwie immer falsch. Danach, Stadt PvP. Solltest du eigentlich halt nicht hin? Egal. Wohin gehst du? Ich gehe 1. Nicht 2. Dann hat man hier auch seine Waffen oder was? Ja. Und wie die Leute gerade hier sehen, ich nehme ein schönes Eisenschwert. Hey, ich hab nur eine Pistole. Und du bist ja wo? Ah. Ja, lass mich. Meine Pistole ist praktisch. Ich treffe. Stirb. Okay. Gewonnen. Ja. Wohin wollte er spawnen? Da lang. Ich lasse gerade ganz klar sein. Bringt eh nichts. Dann noch ganz PvP. Die sind immer gut.
Also kann man Sachen, die ganzen Klassen auswählen. Man will zum Beispiel. Ich nehme mal schwer. Und was nimmst du? Schwer. Du den Stern. Okay. Oh, Maschinengewehr, Einsatzschild. Das ist ein Superschneeball. Was macht der Superschneeball? Warum? Was hast du genommen? Ist Sand. Ach. Er hat ihm wirklich reingebaut. Ich kenne diese Map noch aus Kennst du? MW2. Ja, das ist die Map. Ich weiß. Er hat die nachgebaut. Die gibt's auch auf Gamma HD. Auf meine Bitte hin. Kannst du mit dem auch schlagen? Hä, lol, das schützt sich ja rundum. Wie lade ich nochmal nach? Ach, so. Verlierst gar kein Leben. Nö, Oh, du Scheiß, du warst OP. war ich nicht. Du warst im Game Mode. Nein. God Mode. Nein. Wieso habe ich dir dann keinen Schaden gemacht? Ich auch nicht. So, und jetzt? Was? TNT Smash? Der falsch hinlaufen. Okay. Nee. Und noch irgendwas zeigen? Bestimmt das? Ach, ja. Nee. Also die Grundlagen haben wir jetzt ja gesehen. Ja. Ja, ich würde sagen, wir machen. Ja, ich check nur gerade eben die IP. Ich werde es dann nochmal Hey. so reinschreiben. Also, Genau, kann ich auch noch bringt mal euch hier gar nicht. Also, Baum bearbeiten. am besten zeigst du die später. Ich schreib Play.baumcraftmc.de unten rein. Play. Jo, das ist Und hier auch. ist der TS. Vom Nightmare Area. Die IPs kommen auch noch mal unten in die Ja. Beschreibung. Bisschen Werbung auch noch und mit dabei. Ja, ich weiß, ich habe hier eine Menge. Der TS-Server geht gerade nicht mehr. Keine Ahnung wieso. Dann zeige ich nochmal die IP hiervon. Also, meinen Namen zu nehmen, bringt ihm gar nichts. Mal so, als Info. Nightmare.nitrade.net. Dann noch hier Sebikraft zum Beispiel. Mit auch noch mit drauf. Mal so. Aber das war es eigentlich großteils. Ja, Bei dir und noch irgendwas? nee, mir fällt nichts mehr ein. Und Okay. ja, ich würde sagen, das war's dann auch. Ja. Ciao, würde ich sagen, und
Wir werden uns dann im nächsten Beim Video nächsten Mal sehen. wiedersehen. Jo. Bis Ciao. dahin. Ciao.